Hi, hier ist Robin, euer Athletikcoach. Da wir uns die nächsten 4 Wochen nicht sehen, ihr aber auf nichts verzichten sollt, auch nicht auf das Athletiktraining, kommt ins Löwen-Corona-Camp. Let's go! So, ihr Lieben, Woche 1, das erste Training. Ihr sollt den Wetterbericht checken, weil es kann kalt sein, bereitet euch vor dafür. Ihr sollt das Trinken nicht vergessen, ganz wichtig, ne? Regenjacke wäre auch nicht schlecht, vielleicht. Und den Trainingspartner, ja. Okay, erste Übung zum Warmwerden. Wir wollen die Vorderkette strecken, machen es richtig groß, lang machen, spür die Bauchspannung, komm nach unten, spür die Rückseite, nimm dir selbst nach unten die tiefe Kniebeuge, Füße bleiben auf dem Boden, kannst Knie und Füße gerne leicht nach außen bringen, richtig auf, dann öffnest du eine Seite, rotierst, öffnest die andere Seite, Füße bleiben auf dem Boden, Hände wieder zum Boden, nach oben, und wieder das Ganze 5 Mal. Okay, Übung 2 zum Warmwerden. Wir wärmen die äußere Seite auf. Du bringst ein Bein über das andere Standbein. Du kannst gerne Ferse und Knie festhalten, um dich zu stabilisieren. Gehst dann tief in die Kniebeuge, spürst in der Außenseite hier im Gesäß, nimmst die Arme nach oben, bringst wieder deine Hände runter, richtest dich auf und wechselst die Seite. Das Ganze 3 Mal pro Seite. Okay, dritte Übung. Wir müssen uns verwarmen, wir werden ein bisschen wärmer. Wir machen 5 Übungen zur Seite, 5 Übungen zur Seite, 10 insgesamt. Dann wagen wir uns gleich geschlossen, so raus, dann sollen wir gerade verhalten. Die nächste Seite, 10 insgesamt, 5 Becken, Rückseite aufrecht, Arme strecken und vor auf uns bleiben. 10 Stück, let's go. Okay, letzte Übung zum Warmwerden. Wir stehen schulterbreit, wir gehen gleich mit 50 Grad Kniebeuge, die zur Seite. Ein Hirn ist derselbe Seite, ich ziehe das Bein, halte mich tief im Standbein, dann ziehe ich das Bein, das wird auch noch gewollt. Und dann drücke ich mich drauf und den Schritt, das kennen wir auch alle. Dann wieder bleiben wir dann die Kniebeuge, die andere Seite, bleibt das Bein, bleibt tief. Ich denke, ich habe die Fläche empfehlen, die vordere Oberfläche, die ist hier das Ganze 10 Mal zu verleihen. Also, ihr Lieben, erster Block der Kräftigung für die erste Übung. Wir machen Vorbeugung. Gestreckte Arme, Bauch und Rumpf bleibt aufrecht, Beine sind gestreckt, Füße im Boden drücken und wieder vor. Vorbeugung, eine Linie, Beinrückseite, Rücken wird gekräftigt, Po anspannen, Hüfte strecken. Das Ganze 10, dann machst du 10 Schulterbreite Jump Squats, schön sanft landen, Jump Squats 10 Stück. Dann machst du 10 Mountain Climber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann stehst du auf und gehst in die Standwaage einbeinig für das Gleichgewicht und hast hier 10 Mal pro Bein die Arme öffnen und schließen. 10 pro Seite, andere Seite 10 und das ist der erste Block. So, ihr Lieben, der zweite Block. Wir machen 40 Hampelmänner in Folge. Das Ganze sieht wie folgt aus. Ganz normaler Jumping Jack. Öffnen, schließen, 10 Stück. Dann von den 10 gehst du direkt über Kreuz, Twist. 10. Ne? Dann kommst du wieder zu normalen 10. Und dann machst du den Open Close 10. Open Close für die Schulter und Brust, um alles aufzuwärmen und zu stabilisieren. Sehr gut. Okay, nächste Übung zum Kräftigen der Beine. Wir haben Ausfallschritte. Wir starten Schulterbreit. Wir machen Ausfallschritt linkes Bein vor, rechter Arm vor. Stoßen uns zurück, gehen direkt in die andere Seite tief. Komm wieder nach vorne, stehen auf einem Bein stabil, komm wieder vor, 2 und komm wieder direkt zurück, 2, davon 5 pro Seite und dann wechsle ich die Seite, das heißt 1, das ein und das immer noch 1. Ne? Jetzt kommt die zweite Runde vor und die zweite Runde zurück. Und jetzt 3 und so weiter, 5 pro Seite, kurze Pause, davon 3 Sätze. Okay, nächste Übung für die Rotation und für Rumpf. Wir wollen Bewusstsein schaffen für die Bauchmuskulatur. Ich spanne den Bauch richtig schön an. Das Bein ist stabil, mein linkes. Ich gehe mit dem Oberkörper nach rechts zu meiner Hosentasche. Linke Schulter zeigt nach vorne und ich drehe nach oben, strecke mich nach oben, links. Linkes Bein bleibt stabil, zeigt immer noch nach vorne. Rechte Ferse geht nach oben und geht dahin. Schau nochmal, du gehst dahin zurück, stehst stabil, beide bis nach vorne, linke Schulter nach vorne und drehst nach oben, Bauch ist immer fest. Und das Ganze machst du dann 10 Mal schnell. Schau auf meine rechte Ferse, geht nach oben und die Hüfte geht nach oben. 10 geschafft. Andere Seite dahin, Schulter zack nach vorne. Folgt den Händen, Bauch ist fest.
Ob gleichgewicht mache ich groß, 10-mal pro Seite. Let's go. Nächste Übung, der Side Lunge. Wir gehen über die Seite nach unten, schön die Kniebeuge und wieder zurück. 10 pro Seite, wieder zurück, Arme gehen nach vorne, Bauch ist mal fest, stoßen uns zurück, 10 gemacht. Andere Seite, 10. Ja, schön tief landen, sanft landen, das andere Bein ist gestreckt. Beide Füße immer haben Kontakt zum Boden, von Fuß bis zur Ferse, Fußspitze bis Ferse. Ja. So, liebe, letzte Übung, wir machen einen Ausfallschritt. Gehen Rücken rechts zum Boden, über die Seite. Seitfest, gebeugte Beine. Ne? Hältst du so lange du kannst, oder du entscheidest dich für gestreckte Beine. Hältst du so lange du kannst. Beides ist in einer geraden Linie. Wenn du fertig bist und ermüdet, legst du ab, wechselst die Seite, Beine schlägst du um zur anderen Seite. Seitfest, gebeugt, Hüfte gestreckt oder gestreckt. Hüfte gestreckt und hältst du so lange du kannst. Mal sehen, wer länger hält. Lass uns zum Cooldown. Wir haben eine kleine Übung aus dem Yoga, der sogenannte Baumstamm. Wir stehen auf einem Bein, stabilisieren das Bein. Ne? Das andere Bein kommt innen, Höhe zum Knie, Hüfte öffnen, Hüfte strecken, wie immer, Brust raus, Arme hoch und dann schön ein- und ausatmen. Ja, das Ganze hältst du so lange, wie du dich danach fühlst. Ne? So, danach. Das war's für heute schon. Ne? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid gut kaputt. Wenn nicht, gibt es nächstes Mal mehr Gas. Du kannst es den nächsten Tag wieder machen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche in Löwen von Akademie. Let's go!